So, da sind wir wieder beim WWE-Part. Was liegt da als nächstes an? Normales Submission-Match? Das ist mit Aufgeben, ne? Und ultimativ ist dann mit Minutenanzahl, alles klar. Ja, komm, legen wir direkt los. Wen nehmen wir da? Ich würde sagen, da nehmen wir CM Punk, weil der ja hier so ein Submission-Typ ist. Steht ja auch da. Und als Gegner, ja, keine Frau. Ja, wollen wir Snitsky nehmen? Obwohl, wir müssten eigentlich auch einen Submission-Typ nehmen. Mir ist eigentlich wurscht, wen wir nehmen. Wollen wir mal Elijah Burke nehmen? Oder doch lieber den Great Khali? Nehmen wir Khalito, wa? Der hat Technik, dann nehmen wir den Typen als Techniker. Dann legen wir einfach mal los. Ric Flair, der Bär. Ja, Ric Flair wäre in so einem Match, glaube ich, auch ganz gut. Der hat ja auch diesen Finisher, ne? CM Punk habe ich auch immer ziemlich gefeiert, also der war auch immer einer meiner Favoriten. Glaube, zurzeit ist er ja gar nicht bei der WWE, kann sich aber bestimmt demnächst wieder ändern. Hoffentlich. Also ist einer der, die es voll drauf haben im Ring. Submission Match ist eben eines der Matches, die ich auch eben nicht so oft zocke. Und schon gar nicht auf Zeit nachher wieder. Ich denke bei dem. Oh, Mann, das ist jedes Mal das Fehler. Der Fehler. Das Fehler. Jedes Mal das Fehler. Wenn ich. Ich muss mich erstmal. Ey, ich darf nicht Dragon Ball vorher zocken. Da muss man sich extrem umstellen. Alter, oh. Da habe ich Glück gehabt. Da muss man. Jetzt bin ich mal wieder drin. Jetzt glaube ich, bin ich wieder drin. Indem ich eine Attacke mache. Und er kontert. Geht ja gut los. Oh. Aua. Warte mal, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Was darf ich denn hier überhaupt? Oh, ja. Das ist doch gewollt. Warte mal, und eines muss ich nochmal nachgucken. Interferenz ist an, alles klar. Ja, komm. Bäm, jetzt gibt's hier auf die Fresse. Allerdings müssen wir nochmal raus. Ne, wir können gar nicht raus. Oh, ich habe zu lange kein Wrestling mehr gezockt. Also bevor ich hier mit der WWE-Reihe angefangen habe, ne? Ist klar. Ist ja auch erkennbar, mein letztes Spiel war SmackDown vs. Raw 2009. Und mein erstes Spiel war tatsächlich wirklich SmackDown vs. Raw. Das ist auch ganz witzig. Komm her. Eiskalt gekontert und bam. Oh, da ist die Interferenz schon. Ist der auf seiner Seite oder auf meiner Seite? Ich weiß das jetzt gar nicht. Oh Mann. Warte. Ich glaube, der Typ ist auf meiner Seite. Ist ja auch egal, weil wir kommen nicht mehr in den Ring rein, aus dem Ring raus und er nicht mehr in den Ring rein. Wie wir gerade festgestellt haben. Und nochmal das Ganze, da kriegt er noch einen über. Switchen Music für Arme. Oh, komm her. Oh, verdammt. Oh, Alter, er will ziemlich rollen. Vielleicht hätte ich den Typen. Ja, genau. Genau, nimm den Typen in Blau. Mach den Schiri platt. Der ist nicht in deiner Farbe, also ist er Gegner. Okay, komm her. Und gekontert. Oh Mann, was ist los? CM Punk, geh an den ran. Übernehme jetzt die Führung und zack. Und jetzt kommt's. Das, was ihr alle sehen wollt. Go to sleep. Und bam. Okay. Also, bei diesem Submission-Match ist es nun mal so, dass er aufgeben muss, ne? Wenn er denn einmal aufgegeben hat, ist Ende Gelände. Und wir machen zum millionsten Mal die gleiche Attacke, weil mir einfach die Attacken ausgehen. Also, dann ist Ende Gelände, wenn er aufgegeben hat, ne? Und bei diesem Ultimate Submission Ding ist es nachher halt wieder so 10 Minuten, 20 Minuten. Ähnlich wie bei Iron Man. Und dann müssen wir halt wieder Punkte sammeln. Und wer denn da halt am häufigsten
den Gegner zum Aufgeben gezwungen hat, hat eben gewonnen. Randa an den Speck und zack. Ich weiß nicht, wieso ich Randa an den Speck sag. Keine Ahnung. Speck ist eigentlich gar nicht so meins. Aber es ist, glaube ich, das Einzige, was mir so einfällt. Ich bin sehr unkreativ, was sowas angeht. Der hat einen ganz schönen Lockenkopf, ne? Kalido. Auch schon ewig nicht mehr gesehen, ey. Ich glaube, der hat irgendwann 2008 oder so ist er nachher ab... Oder 2009 oder 2010. Ach, keine Ahnung, Mann. Das ist schon so lange her. Oder auch nicht. Und jetzt, ja genau, und bam. Auf den Boden gerungen. Warte mal, er kann doch hier so eine Aufgabeattacke, oder nicht? Jetzt? Was war denn das? Wieso hat er die denn? Willst du mich rollen? Mach doch was. Mach was. Und nochmal das Ganze. Okay, doch nicht. Und jetzt. Bam. Ich muss ihn irgendwie zum Aufgeben zwingen. Am besten am Kopf. Er ist rot am Kopf. Er ist rot am Kopf. Und er hat mich gekontert. So eine verdammte Schande. Oh Gott. Er konnte mich und wir konnten ihn. Und jetzt die Griffattacke. Durch ihn durch. Genauso wollen wir das sehen. Okay, komm. Renn ihn über. Das ist auch ganz geil. Bam. Einfach übergehauen. Und wieder können wir nichts machen. Ich glaube, er liegt falsch rum. Egal, ist gespeichert. Und jetzt, ja, zack, wieder auf den Kopf. Aber es bringt uns nichts, weil wir jetzt ausgekontert werden, so eine Schande. Aua. Wieso ist Marcus Corbin? Das können mir vielleicht die Profis oder Experten hier mal reinschreiben in die Kommentare. Wieso ist Marcus Corbin rausgekommen als Interference, also als... Als Typi, der da eingreift. Waren die mal im Tag-Team oder sowas? CM Punk und Marcus Corbin? Ah, okay, das kann damals ja möglich gewesen sein. Ist auch schon wieder so lange her. Da bin ich mir sehr unsicher. Und nochmal das Ganze. Und mir fällt einfach keine Griffattacke ein, die ich jetzt hier machen kann. Ach, ich habe den falschen People ausgewählt, oder? Nein, jetzt, ja, 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 genau. Und Rope Break, oder? Ja, ich wusste, das war eine Schande. Komm hoch jetzt hier, Mann. Warum bricht einfach das Rope, Alter, du Depp? Komm her. Und mach zum millionsten Mal den Go. Ach nee, das... Oh, jetzt geht er in die Asche. Jetzt wird er in die Asche gehen. Jetzt wird er richtig krass in die Asche gehen. Und Submission. Er hat aufgegeben. CM Punk. Der Champ. Der King. Der Killer. Er hat's einfach drauf. Er ist einfach der Beste. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt eiskalt noch ein Match. Allerdings nicht das ultimative Submission Match. Da habe ich eine kleine Spackung gehabt. Kleine Zungenlähmung. So, los, komm, mach fertig. Wir machen jetzt noch ein Tables Match. Direkt hinterher. Komm. Warum denn nicht? Einfach mal los. Einfach mal ran. Kann man schon mal machen. Wen nehmen wir? Wir brauchen irgendjemanden, der einfach Killer ist. Einfach Killer. Komm, wir nehmen Triple H. Und der Gegner ist... Ne, Tommy Dreamer hatten wir schon mal als Gegner. Wer ist der Gegner? Batista? Bobby Lashley kommt. Ne, warte mal. Shamo ist der Gegner. Sorry, aber das muss jetzt auch mal sein. Einfach mal ein Schwergewicht gegen so ein Milchbubi, könnte man sagen. Vor allen Dingen, ich könnte mir echt vorstellen, dass der Typ mich auf die Matte haut. Also, nicht auf die Matte, auf den Tisch und dann durch. Aber egal. Bobby Lashley habe ich damals auch ganz cool gefunden. Aber das ist auch schon Ewigkeiten her. Na gut. Tables Match war eigentlich auch wieder nie so meins. Ey, das gibt's nicht. Es kommen nur Matches, die im Prinzip nicht so meins sind. Aber egal. Sammy, er wird schaffen, diesen Milchbubi da einfach durch den Tisch durch.
Und wir laufen ran. Okay. Ich wollte ihn überraschen, aber man sieht ja, wie sowas endet. Zählt das eigentlich auch, wenn ich den durch den Kommentatorentisch durchhau? Nö, ne. Das zählt nicht. Obwohl es ja auch ein Tisch ist. Im weitesten Sinne. Komm, hol dir den Sledgehammer hier raus. Okay. Okay. Haha, ausgedrückt. Komm her, Baseball, bam. Hey. Der ging voll durch ihn durch, oder was? Komm her, zack. Ah, Mann. Jetzt. Arms und auf ihn rauf und da, Mann. Bam und bam und. Ja, genau. So, jetzt machen wir hier nochmal schnell den Pedigree. Und. Wie gefällt euch Triple H eigentlich besser? So mit langen Haaren oder so mit kurzen Haaren? Ich muss sagen, mir ist das eigentlich Latte. Auch gut, ne? Ich frag euch und mir ist es Latte. Er feiert sich da im Ring, ey, was ist los mit dir? Willst du Schelle? Willst du Schelle? Boom. Komm her. Oh Gott, aua. Oh Gott, oh Gott. Oh ja, wow, 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 Shawn Michaels. Den habe ich wohl aus Versehen wieder reingeholt. Das tut mir wirklich leid. Ich habe keine Ahnung, welche Taste das immer ist. Müsste ich vielleicht auch mal nachgucken. Aber ich bin meistens unvorbereitet. Das ist mein Markenzeichen. Ja, greif noch mal rein, wo doch der Hammer direkt neben dir liegt. Das ist mein Markenzeichen. Ich gehe eigentlich an die Spiele immer ran. Und spiele die zigmal durch. Und weiß im Endeffekt trotzdem nicht, was Sache ist. Und er erwürgt. Du sollst ihn nicht erwürgen, du sollst ihn im Prinzip durch den Tisch hauen. Ja, und einfach nochmal das Ganze. Ja, lass ihn fallen und heb ihn nochmal wieder auf. Und lass ihn fallen, lass ihn. Oh, shit. Okay, das ist das, was ich überhaupt nicht machen wollte jetzt gerade, aber wo wir schon mal dabei sind. Einfach durch den. Durch den, sag ich schon wieder. Gegen den Kopf. Hol dir das Ding. Jetzt wird's spaßig. Stuhlattacke. Und bam! Okay, Triple H ist eindeutig K.O. Was machen wir also? Den Tisch holen. Den Tisch. Ja, stell ihn wieder hin. Und hol ihn rein. Und jetzt. Alter Shavu, ich bin dein Gegner, Mann. Komm wieder her. Du Spacken, ey. Ja, auf dich mit ihm zu prügeln. Ich bin dein Gegner. Komm her. Jetzt macht er mir meinen Gegner hier streitig, oder was? Ja, genau, genau, lass dich. Ey, Mann! Alter, Sean, ey. Du Lappen! Hör auf mich zu schlagen! Oh, ich kann nicht, weil ich keinen drin habe. So eine Schande. Bäm! Jetzt werden wir ihn schnell umklatschen. Alter, Sean, geh weg, geh weg! Oh. Nein, komm her. Jetzt. Nein. Oh, Mann. Komm her. Ja, genau. Schau mal, jetzt brech du durch den Tisch durch. Alter, jetzt liegt der wirklich da, wo... jetzt habe ich wieder kein Bett. Schau mal, jetzt bist ein A. Komm her. Nein, geh weg. Komm, jetzt. Ja, genau. Bäm, und er haut ihn zu Boden. Und Shawn Michaels hau ich auch zu Boden. Nein, doch nicht. Doch nicht. Wir schnappen uns nichts. Weil der Hammer hier noch im Ring liegt. Und jetzt ist Shawn Michaels auch wieder... Shawn Michaels ist schon Chavo Guerrero auch im Ring. Und ja, komm her. Komm her. Nein, Mann. Du da doch nicht lang. Hier lang. Nein, da auch nicht lang. Hier lang. Oh Mann, komm doch hierher. Nein, komm wieder rein. Oh, das ist immer ein Akt, die da gegen den Tisch zu hämmern. Und umgespeert. Yeah. Action Man, der größte Held in deiner Welt. Keine Ahnung, warum ich auf die Idee komme, das jetzt zu singen, aber... Links und... Ja, genau. Genau, der Schiri, der passt mir auch nicht. Ah, oh, nein, da wollte ich eine Griffattacke machen, aber er hat es nicht gemacht. Und Shawn Michaels... Shawn Michaels. Ja, genau, der nervt einfach nur. Aber hier, Chavo Guerrero, komm her, einfach... Komm einfach her. Bam! Nein, doch nicht. Na, komm her. Schiri weg. Schiri, ey, ich wollte ihn wegspieren, weißt du, du liegst. Du stehst da einfach im Weg, so. Das geht einfach nicht. Komm her. Zack. Er geht zu Boden. Ich muss den Tisch anders hinstellen. Oder vielleicht doch nicht. Jetzt. Ja, genau, stell ihn hin. Chavo, geh weg. Komm her.
Ran. Ah, oh, ich könnte so kotzen, Alter. Ah, nein, da doch nicht hinstellen. Ah, das Verzweifeln am Tisch. Ja, nein. Oh. Wir konnten. Und im Prinzip war der doch schon fast durch den Tisch, oder? Können wir das nicht gelten lassen? Ja. Und wieder rein. Und bäm. Das zählt. Das zählt. Oh nein, du solltest nur den Hammer weglegen. Geh weg. Ich verzweifle hier. Oh nein, jetzt ist er wieder zu dicht dran. Das, was machst du? Was machst du? Jetzt. Oder auch nicht. Da kontert der Lappen wieder. Und tritt mir in den Arsch. Und tritt mir noch mal in, und tritt mir in die Eier. Und kontert mich aus und schlägt mich. Und ich konnte die ganze Zeit. Aber okay. Scheint ihn nicht weiter zu interessieren. Okay. Okay. Ist okay. Ist okay. Okay. Einfach vorbeilaufen. Und nochmal. Okay, doch nicht. Und der Griff und der Wurf an den Tisch. Und er macht's wirklich. Er wirft ihn an den Tisch und er hieft ihn auf den Tisch. Und er ist ein Arschloch und geht direkt wieder vom Tisch runter. Dieser Penner, ey. Was ist denn los mit dir, Junge? Ey, ich hab gekontert. Au. Ja, Bauchschmerzen, ne? Ja. So ist das. Und die Schere und ich liege auf dem Boden. Ey, das gibt's nicht. Shampoo, ey. Shampoo, ich mach dich alle. Und wir bürgen nochmal eine Runde. Es ist so schön, es ist so schön, es ist so schön. Ich mach dich jetzt alle. Und gespielt. Und jetzt, pass auf, jetzt läuft's genauso wie ich's will. Pass auf, jetzt läuft's genauso. Ja, genau, genau so wollte ich das. Genauso, jetzt, jetzt. Es ist einfach vorbei. Shavu, Shavu, ey, Shavu. Es ist einfach over. Es ist einfach der Pedigree. Es ist einfach der Pedigree gewesen und es ist K.O. Puh, ich bin einfach so gechillt gerade. Einfach so, bam, ich habe ihn eiskalt fertig gemacht. Nein, komm, war Spaß. Wir haben ihn alle gemacht. Shavu hatte nie den Hauch einer Chance. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das Ding hier ist gelaufen für Shavu. Eiskalt Ende Gelände. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und Triple H bedankt sich auch. Und wir sagen einfach mal, ciao.